Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom LS22 auf der nordfriesischen Marsch vierfach. So, in der letzten Folge haben wir mal ein bisschen Siliermittel verkauft. So, habe ich das jetzt aktiv? Ja, ich habe aktiv. Das heißt, ja, da muss ich auch gucken, dass ich da ziemlich zügig das Zeug rausbekomme. Wo haben wir jetzt den Fischer? Da haben wir den Fischer. Lagern wir erstmal alles aus. Von Schollen, Heringe und Krabben. Dann passt das. Den können wir dann ganz lockerflockig zu unserem Hof zurückschicken. So, und zwar Palettenlager abladen, deaktivieren. So, dann den Flüssigdünger auch nochmal loswerden. Zack. Und schwuppdiwupp haben wir wieder ein gutes Geld. Ja, wenn wir gerade hier oben schon sind mit dem Fass, fahren wir los und holen das Abwasser. So, wir holen das Abwasser, dann noch hoch zur Zuckerfabrik, da auch das Abwasser holen. Sind 18.000 Liter, also nicht viel. Aber wenn wir gerade schon hier oben sind, können wir es auch abholen. So. Ne, wie gesagt, wenn wir schon hier sind, holen wir es gerade ab. Und dann passt das. Zack. Klärwerk abladen. Kann man auch direkt runterschicken. Also hier waren ein paar Literchen mehr. So. Jetzt müssen wir uns ein bisschen sputen. Feld 1 Raps wäre nicht erntereif, oder? Das sieht doch erntereif aus. Aber können wir Tritikale verwenden in der Saatgutherstellung? Weil dann baue ich nämlich die Saatgutherstellung, weil die wollte ich sowieso bauen. Weil dann können wir endlich das eigene Saatgut herstellen, oder werden wir eh bald brauchen. So. Passt. Und wenn nicht, können wir sie eh wieder in den Hof fahren, also ins Hofsilo bringen. Das dürfte gar kein Problem sein. Hier müssen wir halt noch das Stroh einfahren. Dann können wir Stroh auch wieder in den Kuhstall rüberbringen. Also langsam läuft's, so langsam läuft's echt hier auf der Marsch.
So langsam, aber sicher läuft's. So, ich habe mir natürlich noch nicht wirklich Gedanken gemacht, wo ich dann die Saatgutproduktion hinhaben möchte, beziehungsweise doch da drüben. Da drüben möchte ich sie gern haben. Und jetzt schauen wir einfach mal. Und zwar stellen wir einfach hier den Traktor so hin als Abstandshalter. Ja, hier ist einfach nur nichts Gescheites drin. So, Produktionen, Saatgut, wo haben wir sie denn? Wo haben wir sie denn? Da haben wir sie. Schön ranfahren. Genauso, flupp. Und, boah, perfekt platziert. Am Palettenlager angekommen. Schauen wir mal, ob er Tritikale hier annimmt. Oh ja. Er nimmt Tritikale an. Das ist super. So. Tritikale ist dann, glaube ich, in dem drin. Ja, hier sind Tritikale mit Dünger, 100 Dünger, Strom und das gibt dann das. Okay. Das passt auf jeden Fall. Ja, tun wir uns das mal wieder deaktivieren. Und nehmen einfach hier mal 100.000 Liter Dünger raus. Weil dann haben wir auf jeden Fall wieder Platz. Der ist angekommen im Klärwerk. Das müssen wir uns natürlich dann noch aufbehalten. Fermentergras, Hackschnitzel, Düngeherstellung, Wasser, Raffinerie, Raps und Diesel in Holzfäller 2. Obwohl eigentlich reicht das ja erstmal, die 44.000. Es wird jetzt immer mehr, was wir selber produzieren. Dann müssen wir das eigentlich gar nicht mehr einkaufen. Dann haben wir es. So, jetzt theoretisch die Schiene aktivieren. Ich aktiviere sie einfach, weil das sind keine Kosten. Das da. Na gut, das ist jetzt noch ein bisschen doof, dass es da halt komplett noch anzeigt, ne? Dinkel und Roggen, alles verbraucht. Klar, der Strom kommt dann bald. Das ist noch ein bisschen blöd. Da müssen wir, glaube ich, beim Revamp nochmal nacharbeiten. Oder beziehungsweise Achi muss in Produktionsinfo-Hard nacharbeiten. Also Achi Mobil. So, jetzt tanken wir erstmal ab. So. Schön abtanken hier. So, jetzt sind wir gleich soweit. Jetzt. Genau, zack. So, sollen wir das auch
alles ausgeladen. Dann holen wir mal ein bisschen Diesel. Wie viel holen wir da mal? 50.000? Jo, dürfte reichen. Müssen wir da rein. So. Wir werden sehen, was noch alles kommt. So. Fünfzigtausend Liter Diesel. Den bekommen wir ja los. Also so ist es dann nicht. Ne? Den Diesel bekommen wir los, die 50.000. Füllen wir einen Holzfäller 2 auf. Dann noch einen Holzfäller 1, den Rest rein. Und Holzfäller 3 haben wir ja auch noch dastehen. Der zwar aktuell nicht läuft. Aber das ist ja egal, ob der läuft oder nicht. Guckt euch das an. Hm? Wunderschön. Raffinerie. So, gleich haben wir die 50.000 Liter Diesel. So, genau jetzt. So. Holzfäller 1, Diesel abladen. Ja, der fährt los. So, was haben wir denn noch alles? So, theoretisch können wir mit dem auch schon mal Richtung Feld fahren. Wir auf jeden Fall mal geradeaus fahren. Wir fahren da hinten rein. So. Ja, dann gleich fangen wir auch an mit der Saatgutproduktion. Sobald der Strom da ist, geht's los. So. Man muss schon mal bereit für den Häcksler. Das werde ich dann off-screen machen. Aber wir sind auf jeden Fall schon mal in der Nähe. Sind jetzt in der Nähe. Oh. Natürlich Grasmähen könnte man theoretisch auch. Fermenter wieder füllen. Ah, jetzt kommen hier wieder Aufgaben um Aufgaben um Aufgaben. Da kommst du gar nicht mehr hinterher, alles zu managen. So, erstmal speichern. Das ist ganz wichtig, speichern. Feld 10 laden. Jawohl. So.
passt soweit. Der tut jetzt hier schön mähen. Oh ne, da machen wir nichts in 1 erstmal rein. Wir machen jetzt alles erstmal in die 2 rein. Das ist ja der Eintrag, der da ist. So. Jetzt nicht mehr. Oh, ja, obala. Ja, passt jetzt. So. Ich würde sagen, dann füllen wir den auch gerade nochmal mit Wasser auf. Müssen wir wahrscheinlich rausziehen, aber egal. Aber gut, meine Freunde, das wäre es gewesen für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.